So, da wären wir wieder. Weiter im Text. Und ich habe mich entschieden. Ich habe jetzt keine Lust, 4, 5, 6, 7 Tage damit zu verbringen, einfach nur hin und her zu laufen und uns vorzubereiten und sonst was. Ich gehe jetzt lieber das Risiko ein. Denn so macht das Spiel wesentlich mehr Spaß. Also suchen wir uns jetzt irgendeine Möglichkeit, uns umzubringen. Wahrscheinlich die Spinne da hinten. Und dann müssen wir auf dem Weg nach Hause einfach nur tierisch aufpassen, dass wir nicht sterben. Aber das müsste eigentlich machbar sein. So, du... Ich kann dich nicht anhauen. Wir brauchen jetzt also doch noch eine Waffe. Können wir dich so hauen? Nein, können wir auch nicht. Ich würde dich gerne mit dem Stock pieksen. Ich kann auch ein bisschen Dünger vorne ran machen. So, gib mir einen Speer. Jetzt aber. Du, bring mich um. Ich sagte, bring mich um. Die Schweine sind solche Feiglinge. Na gut. Dann halt das Spinnenei. So, Angriff. So, das dürfte schnell gehen. Jo. Und tada. Sehr schön. Tag wurde auch zurückgesetzt. So, jetzt ganz schnell die Ausrüstung einsammeln. Wo auch immer die war. Da oben. Die ganzen Bienen tun uns hoffentlich nichts. Zieh das mal an. So. Jo. Alles mit. Und da sind 4 Pigskins. Sehr schön. Das sacken wir auch mal alles ein. Auch wenn wir nicht mehr wirklich viel Platz haben. Lassen wir das krass liegen. Das kriegen wir noch am ehesten wieder. Was hast du da schon wieder aufgegessen, du doofer Johannes? Du kommst mit, du kommst mit. Können wir im Notfall alles auch noch verforschen. So, Rüstung. Wir brauchen auf jeden Fall zuerst Rüstung. Und was zu essen sollten wir noch mitnehmen. Obwohl wir haben unser Fleisch, das fast schlecht ist. Ja, das können wir mal wegschmeißen eigentlich. Tauschen wir das hier gegen aus. So. Rein da. Honig war aber auf keinen Fall verkochen. Wir brauchen jetzt für unseren Weg zurück. Unseren Helm haben wir. Eine Fackel für Notfall haben wir. Die wichtigen Sachen, wegen wir überhaupt losgelaufen sind, haben wir nicht. Wir brauchen die Bienen. Und zwar brauchen wir genug Bienen für 2 Körbe. Also eigentlich nur für einen Korb. Weil wir aus einem Korb dann wieder mehr Bienen machen können, dadurch den zweiten Korb bauen können. Aber trotzdem wäre es ganz praktisch. Wir bräuchten dafür also 2 Spinnenseide und ein Seil. Haben wir hier Spinnenseide? Nein. Das ist nicht gut. Und ich will jetzt auch ungern Spinnen jagen gehen. Zumal wir keine Rüstung und keinen Helm haben. Aber den Helm dürften wir ja schnell bauen können. Helm? Helm, wo bist du? Ich brauche dich. Ein Seil. Wir haben unser Gras gerade weggeschmissen. Haben wir nicht irgendwas anderes, was wir auch noch aussortieren können? Die Daper West. Die hätte ich eigentlich ganz gerne dabei. Okay, Fleisch. So. Die Pickaxe könnten wir da lassen. Die können wir jederzeit neu bauen. Ja. So. Steine nicht unbedingt. Das Holz könnten wir auch hier lassen. Es ist zwar nervig, das Holz einzusammeln und zu hacken und was weiß ich, aber besser, als wenn wir jetzt irgendwas Wichtiges hier lassen. Also, keine Zeit vergeuden. Nicht, dass die Wölfe gleich kommen. Wir brauchen Seile. Wir brauchen noch ein Seil. Wir brauchen einen Footballhelm. Wir brauchen eine Rüstung. Noch ein Seil und dann das Holz, das wir gerade eh wieder weggeschmissen haben. So, und das meine ich, es macht gleich viel mehr Spaß. Ich merke schon, dass Adrenalin wieder hochkommt, weil halt so viel schief gehen könnte und man nicht die Sicherheit von 2 Fleischstatuen hat. Das ist halt so ein bisschen Nervenkitzel, auch wenn es nur ein Spiel ist. Aber gut, wir haben unsere Bienenwaben, wir haben nicht die Bienen. Also müssen wir jetzt die Spinnen jagen gehen. Das können wir jetzt auch, weil wir sowohl Rüstung haben als auch Helm. Speer wäre noch ganz schick. So, wo haben wir hier Spinnen? Wir haben im Westen Spinnen. Es wird zwar bald dunkel, aber noch müsste es okay sein. Also wir haben Helm, wir haben Rüstung und wir haben Honig.
ist gut soweit. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Spinnen auch einigermaßen ergiebig sind mit Spinnenseide und keine Spinnenkönigin da ist. Sonst haben wir echt ein Problem. Ist das da Spinnenseide? Oder ist das ein Grabstein? Oh, das ist ein Spinnenei. Okay. Aber es ist ein kleines Spinnenei. Komm, das können wir anhauen. Jo, einmal Monsterfleisch. Komm schon, Seide, Seide, Seide. Wir brauchen nur zwei Stück. Ah, Kranichseide. Einmal Seide. Komm schon, komm schon. So. Aber wenn hier einmal Seide lag, liegt hier vielleicht irgendwo anders auch noch Seide? Nö, und der Nebel wird irgendwie viel zu dicht. Okay, hauen wir das Ei einfach kaputt. Im Notfall haben wir immer noch ein Ei in der Kiste, falls wir was Neues bauen wollen. Und in unserer neuen Basis haben wir eh genug Spinnen drumherum. So, stirb, stirb, stirb. Du kommst mit. Du kommst mit, du kommst mit. So, schnell zurück zur Basis. Wow, schneller zurück zur Basis. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können. Also, wir haben unsere zwei... Ich dachte schon, da kommt jetzt ein End raus. Wir haben jetzt unsere zwei Spinnenseide. Damit können wir über Nacht uns ein Fangnetz basteln und dann die frei rumschwirrenden Bienen hier einsacken. Solange sie noch da sind. Eventuell verschwinden die jetzt ja auch, wo der Bienenstock weg ist. Das wäre nicht so toll. Licht. Wir hätten gerne Licht. So. Dünger mal zwei. Dünger mal zwei. Alles darauf. 1, 2, 3, 4. So, das gute Essen bewahren wir uns auf. Du kannst verkocht werden. Das ganze Fleisch kann da rein und gleich gekocht werden, bevor das andere schlecht wird. Der Rucksack kann mit und sollte auch mit. Dem müssen wir halt nur daran denken, dass wir hier schnell die Rüstung wechseln, falls uns irgendwas angreift. So, was ist noch wichtig? Wir können mal den Miner Head auf den Quickslot tun. Die Fackel auf den Quickslot tun. Das Fleisch kann irgendwo hier bleiben. Und jetzt überlegen, was nehmen wir noch mit in die neue Basis? Wir könnten noch mehr Schweinehütten kaputt machen. Vor allem könnten wir jetzt nachts mal eine Schweinehütte kaputt machen. So, du Schwein. Sehr gut. Nochmal zwei Pigskins mehr. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal eine neue Schweinehütte bauen. Jo, eine neue Schweinehütte bauen und ein extra Helm. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Auch wenn ich mir sicher war, dass hier noch mehr Schweinehütten in der Nähe waren. Also wir hatten drumherum, glaube ich, welche angesiedelt. Das könnten wir gleich nochmal testen. Also sobald es Tag wird, machen wir einmal eine Runde, gucken, ob Schweinehütten da sind. Wenn ja, reißen wir sie ab. Ich sollte den Hammer jetzt wieder aus der Hand legen, sonst mache ich wieder irgendwas kaputt. So. Spinnei, nö. Rest können wir alles hier lassen. Was könnten wir noch abbauen? Wir könnten die Forschungsmaschine hier abbauen. Aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass wir trotzdem hierher zurückkommen werden. Irgendwann, warum auch immer. Deswegen lasse ich die lieber mal da. Was ist denn Rot? Hä? Es ist ein pelziger Ball von verrottetem Fleisch. Das ist ja eklig. Kann man aber als Brennmittel benutzen. Nicht schlecht. Das ist also auch neu. Das ist wahrscheinlich mit, also, zwangsweise gleichzeitig mit dem Essensvermodern eingeführt worden. Aber nicht schlecht. Jetzt theoretisch könnte man das ganze Essen einfach irgendwo auf den Haufen schmeißen, warten, bis es verrottet und dann als Brennmaterial missbrauchen. Aber ich glaube, da haben wir bessere Methoden. Na gut, Tag bricht gleich an. Ich schnapp noch schnucks den Edelstein da. Dann drehen wir eine Runde, gucken, ob irgendwo noch Schweinehütten sind. Nehmen noch das bisschen Material hier mit. Und sonst laufen wir vorsichtig Richtung neue Basis. Schweinehütten, Schweinehütten. Ich hätte schwören können, auf dem Weg zu den Spinnen wäre noch eine gewesen. Genau. Und ich glaube, dich bringen wir erstmal vorher um. So. Oh, und ich habe ganz vergessen, wir müssen auch noch das Ding ins Baum. Das Fangnetz und die
Bienen einfangen. Boah, das hätte ich fast vergessen. Das wäre nicht toll gewesen. So. Wo kommst du jetzt schon wieder her? So. 8 Pigskins, sehr schön. Das wären schon mal 2 Hütten. Du kommst mit. Ganz schnell zurück zur Forschungsmaschine. Und da nehmen wir erstmal den Hammer aus der Hand. Und jetzt bauen wir das Fangnetz. Wenn wir es denn können. Da. Wir brauchen ein Seil. Wir haben nicht genug für ein Seil. Wir werfen das kurz weg. 1, 2, 3, 4. Ein Seil. So. Jetzt aber. Wir hätten gerne. Wo ist das? Da war das. Käfernetz. So. Jetzt werden wir keinen Platz haben für die Bienen. Aber das ist nicht schlimm. Wir lassen einfach die Seide hier. In der neuen Basis haben wir jetzt 22 Stück davon. Und jetzt gehen wir Bienen jagen. Ganz schnell. Also hier sind wir gestorben. Und als wir gestorben sind, ist ein riesiger Strahl von Bienen in jede Richtung geflogen. Das heißt, hier müssten eigentlich noch jede Menge rumliegen. Das war Nummer 1. Und jetzt haben wir wieder durchgehend das Bienengeräusch, weil die bei uns im Inventar sind. So, da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Zack. Wenigstens kommen die nicht so schnell weg, das ist schon mal gut. Und die hier ist entkommen. Ah, da ist sie. Bleib stehen. Zack. So, wie viele Stück haben wir? 4 Stück. Das müsste eigentlich für den ersten Korb reichen. Aber da wir heute eh nicht mehr loslaufen können, weil schon wieder zu spät ist, sammeln wir den Rest auch noch gleich ein. Also so weit geht der Plan einigermaßen auf. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass keine Wölfe kommen und dann können wir morgen loslaufen und zurück zur neuen Basis. Und da werden wir versuchen, 3 Tage durchzuhalten, bis wir einen neuen Bart bekommen. Den rasieren wir sofort ab und bauen eine neue Fleischstatue. Und dann ist wieder alles sicher. Hört ihr das? Ah. Dich sacken wir noch schnell ein. Zurück zur Basis. Jetzt haben wir auch keine Schweine, die uns verteidigen können. Okay. Aber wir haben Yaks. Hier oben waren 2 Yaks. Die können uns helfen. Oh, und da ist ein Schwein. Ich hab für dich... Oh, da kommen sie schon. Nee. So nicht. Dann schreien die ganzen Zuschauer, wir hatten recht, hätte das nicht machen sollen. Das will ich nicht. Genau, bringt das Schweinchen um, ist alles gut. Der Rest kann ruhig mitkommen und hier den Yak beißen. Komm, beiß den doofen Yak. Ah, gut, genau. Genau das wollte ich. Alles geplant. Bringt die Hunde um. Bringt bloß keinen Yak um. So, einmal raufhauen. Ich hoffe, ich habe gerade auf den Hund gehauen, nicht auf den Yak. So. Oh. Schön weg da. Ah, ein Yak ist tot, aber ich glaube auch ein paar Hunde. Jo. Sehr gut. Komm. Warum guckt der Yak so dumm aus der Wäsche? Okay, essen. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Bienen fangen. Erstmal runterkommen von dem Angriff und dann Bienen fangen. So, wir haben 7 Stück. Wir müssen gleich ein Feuer machen. Ja, das machen wir auch gleich. Oh, das schafft der Jagd schon alleine. So, und da ist Biene Nummer 8. Sehr gut. Oh, dich können wir auch so umbringen. Genau. Also, schnell zurück zum Lager. Feuer machen und dann morgen zurücklaufen. Ja, da. 1, 2, 3, 4. So.
Durchatmen. Wölfe überlebt, was ein wenig überraschend war. Ich hätte gedacht, das dauert noch ein bisschen. Aber dadurch haben wir sichergestellt, dass auf unserer Reise nach Hause sowas nicht passieren dürfte. Das Einzige, was uns gefährlich werden kann, ist im Sumpf die Tentakel. Da könnten wir uns aber theoretisch vorsichtig einen Weg aushebeln, auch wenn wir letztes Mal gesehen haben, dass es ein wenig schwieriger ist, als man denkt. Also die können uns gefährlich werden. Und dann noch die Tallbirds, die wir eigentlich umbringen müssten, damit sie eventuell respawnen. Weil sie so halt nichts bringen. Aber das werde ich auf keinen Fall versuchen. Das machen wir ein andermal, wenn wir wieder Fleischstatuen haben, um sicher zu gehen. Gut, Vorräte überprüfen. Wir haben die Bienen. Wir haben eine Honigwabe, die andere ist zu Hause. Wir haben die Daperwest einfach nur, weil wir es können. Wir haben ein Tollbird-Ei, das wir haben wollten, um was Neues auszubrüten. Wir haben den Marsh-Turf, um uns einen kleinen Minisumpf anlegen zu können. Wir haben die Pickskins für entweder 4 Helme und eine Pickhütte oder für 2 Pickhütten. Was wir nicht wirklich brauchen, aber was ganz praktisch ist, ist das Holz, Stein, der Honig. Ich würde echt noch ganz gerne den Rubin mitnehmen, der ist da oben. So, was brauchen wir von hier jetzt noch? Den Tentakel-Spot nehme ich erstmal mit, einfach nur weil... Achso, haben wir keinen Platz mehr für. Okay, gegen 6 Holz tauschen. So, einfach nur, weil wir davon nicht so viele haben. Kisten war sonst nichts Interessantes mehr. Das Fleisch kann ruhig hier bleiben. Nö. Ich glaube, das müsste es soweit gewesen sein. Also unser Plan war ja, hierher zu kommen, eigentlich nur um die Bienen zu holen. Die Bienenwabe ist jetzt nochmal extra. Dadurch haben wir halt gleich 2 Bienenstöcke. Nö, ich glaube, dadurch wird die Mission erfolgreich. Alles ein wenig hektischer als geplant. Aber durchaus interessant, jedenfalls für mich. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Cut und in der nächsten Folge laufen wir los zu unserer neuen Basis. Also bis gleich.